بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bezeuge لا إله إلا الله und ich bezeuge محمد رسول الله صلوات ربه والسلام عليه. رمضان Tag 27. السلام عليكم ورحمة الله. Einst kam ein Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم in die Moschee. وهو يسأل عن الإسلام und er fragte ihn nach dem Islam. Was ist der Islam? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: 5 Gebete von morgens bis abends. So antwortete der Mann: Muss ich mehr machen als das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, außer das, was du freiwillig machen willst. Wie? Salatu Tarawih. Dann erinnerte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn an das Fasten im Monat Ramadan. 30 Tage muss man fasten von Sonnenaufgang oder von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. So fragte der Mann: Muss ich mehr machen als das, ja Rasulullah? Er sagte: Nein, außer das, was du freiwillig machen willst. Wie zum Beispiel die 6 Tage im Schawal. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Zakah, dass er einmal im Jahr die Armensteuer von 2,5% von seinem Besitz abgeben muss. Er fragte ihn: Muss ich mehr machen als das, ja Rasulullah? Er sagte: Nein, außer das, was du freiwillig machen willst, wie das Spenden in Ramadan. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er einmal in seinem Leben zu Hajj gehen muss. Und zu guter Letzt sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er einmal in seinem Leben die Hajj machen muss, wenn er finanziell, gesundheitlich in der Lage dazu ist. Er fragte ihn: Muss ich mehr machen als das, ja Rasulullah? Er sagte: Nein, außer das, was du freiwillig machen möchtest. Daraufhin sagte der Mann: Ich schwöre bei Allah, dass ich nicht mehr und nicht weniger mache als das, was du mir gesagt hast. Du hast mir das gesagt, ich mache das, khalas. Mehr und weniger als das mache ich nicht. Und ist gegangen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er rausging: Wenn er sich daran hält, was er gesagt hat, ist er ein Mann vom Paradies. Wenn er sich daran hält, was er gesagt hat, dass er nicht mehr und nicht weniger macht als das, ist er ein Mann vom Paradies. So einfach. So einfach, Bruder und Schwester. Das ist der Islam. Der Islam ist eine völlige Ergebung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du den Tauhid gegenüber Allah verstanden? La ma'budan haqqan illallah. Es gibt keinen, es existiert keiner, der das Recht hat, angebetet zu werden auf dieser Dunya. Existiert nicht. Illallah, außer Allah. Hast du das akzeptiert? Und du hältst dich an die 5, an die weiteren 4 Säulen des Islams. Der Tauhid, As-Salah, das Gebet, As-Siyam, das Fasten, As-Zakah, die Armensteuer, Al-Hajj, die Pilgerfahrt. Mabruk alaikum, ihr seid im Paradies. Mabruk alaikum, ihr habt es geschafft. Möge Allah uns das Paradies gewähren. Möge Allah uns diese 5 Säulen unserer Religion lieben und lernen und tragen lassen, mit uns, mit diesen 5 Säulen sterben lassen. Denn das sind die 5 Säulen, die dich ins Paradies bringen. Hast du diese 5 Säulen gelebt? Fakat Fas, ein gewaltiger Gewinn. Du hast gewonnen. Möge Allah uns erfolgreich machen. Das ist der Islam. Wir haben diesen Monat eine Säule des Islams praktiziert und geliebt. Und ihr seht, wie schön das Leben ist. Wallah. Wir haben eine Säule des Islams aufrichtig praktiziert und gelebt und geliebt und guck, wie gut es uns geht. Was denkst du, wenn du alle 5 Säulen hältst? Was passiert mit deinem Herzen? Was passiert mit deinem Leben? Allah ist zufrieden mit uns in diesem Monat, obwohl wir nur eine Säule praktizieren, und guck, wie unsere Herzen aufgehen. Dann haben wir eine zweite Säule getroffen und das ist das Gebet, und guck, wie gut es uns geht. Dann haben wir eine dritte Säule getroffen, Az-Zakah, guck mal, wir sind noch viel, viel besser in diesem Monat. Und viele sind zur Umrah gegangen. Und viele bereiten sich auf die Hajj vor. Und das machen sie alles, weil sie die erste Säule erfüllt haben. La ilaha illallah. Egal, uns erfolgreich machen. Assalamu alaikum.